In diesem Video erzähle ich dir eine kurze Geschichte der Capoeira. Brasilien wurde 1500 von den Portugiesen entdeckt und kolonialisiert. Zu der Zeit gab es in Afrika bereits Tänze und Kämpfe, die als Grundlage der Capoeira angesehen werden. Aber man geht davon aus, dass die Capoeira erst in Brasilien entstanden ist. Als die Portugiesen immer mehr Arbeitskräfte für die Kolonie brauchten, begannen sie damit, Afrikaner zu versklaven und nach Brasilien zu schicken, damit sie dort arbeiteten. 1538 begann der Sklavenhandel im großen Stil. Dabei wurden die Sklaven zunächst auf die Plantagen im Nordosten, später aber auch in andere Regionen Brasiliens gebracht. Es gibt zwei Theorien über den Ursprungsort der Capoeira. Die erste geht davon aus, dass der Kampf in den Sklavenunterkünften der Plantagen entstand, wo die Sklaven ihn versteckt praktizierten und als Tanz tanzten, um die Aufseher zu täuschen. Die zweite Theorie besagt, dass die Capoeira erst in den Quilombos entstand, in den Siedlungen geflohener Sklaven im Hinterland. Demnach wurde die Capoeira entwickelt, um diese Siedlungen vor den Portugiesen zu schützen. Doch woher kommt das Wort Capoeira? Auch dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Die eine geht davon aus, dass der Begriff von einem Vogel abgeleitet wurde. Die andere besagt, dass das Wort aus dem Tupi-Guarani kommt und lichtes Gebüsch bedeutet, also der Ort, an dem die Capoeira praktiziert wurde. Etwa um 1880 begannen viele freigelassene oder geflohene Sklaven in die Städte zu gehen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 1888 wurde die Sklaverei endlich verboten und auch die letzten Sklaven befreit. In den Städten gab es jedoch für die meisten von ihnen weder Bildung noch ausreichend Arbeit. 1890 wurde das Ausüben der Capoeira verboten und mit bis zu 6 Monaten Haft bestraft. So wurde die Capoeira nur noch im Untergrund praktiziert, an abgelegenen und zwielichtigen Orten. Aus dieser Zeit stammen die Legenden, in denen Rasierklingen und Messer im Spiel benutzt werden. Obwohl sie verboten war, wurde die Capoeira in Kämpfen zwischen verschiedenen Gruppen oft genutzt und in den Maltas, den berüchtigten Capoeira-Gangs, wurde sie sogar zu einer Einnahmequelle. Politiker und andere Persönlichkeiten bezahlten sie für ihre Arbeit im Untergrund. Aus dieser Zeit stammen auch die Legenden der bekannten Capoeiristas, wie Manduka da Praia, Nascimento Grande oder Besouro Manganga. Um 1940 teilte sich die Capoeira in zwei Stile auf. Auf der einen Seite die Capoeira Angola, die von Mestre Pastinha repräsentiert wurde, der sich auf die traditionelle Capoeira konzentrierte. Und auf der anderen Seite die Capoeira Regional von Mestre Bimba, der einen moderneren Stil entwickelte. 1940 hob der Präsident Getúlio Vargas das Capoeira-Verbot auf, nachdem er eine Vorführung von Mestre Bimba und seinen Schülern gesehen hatte. Und seitdem bekommt die Capoeira immer mehr Aufmerksamkeit und wurde sogar zum Weltkulturerbe erklärt. Von Brasilien aus wurde sie in die ganze Welt getragen, wo sie heute von Millionen von Menschen praktiziert wird. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du das nächste Video nicht verpasst.